Wissen Sie, was die Hauptursache für Unternehmenspleiten oder Projektscheitern in Deutschland ist? Die Hauptursache? Die anderen. Setzen Sie Ihr Feindbild ein. Nehmen Sie den Kunden, nehmen Sie den Wettbewerb, nehmen Sie den Gesetzgeber, nehmen Sie den bösen Asiaten, vollkommen wurscht. Sie liegen immer richtig. Hauptursache sind die anderen. Wie ist denn das bei Ihnen? Können Sie kommunizieren? Ich liebe diesen Moment. Ich stehe auf einer Bühne vor, weiß ich nicht, ein paar hundert erwachsenen Menschen und ich frage Sie, wie ist denn das bei euch? Könnt ihr kommunizieren? Was ist die Antwort? Hoffentlich fragt ihr nicht mich. Wenn Sie nachher, wenn Sie heute Abend in eine Tiefgarage gehen und Sie gehen zu Ihrem Auto und sehen, da ist ein riesen Kratzer, dann sagen Sie doch auch nicht, wow, ein Kratzer, eine Lernchance. Ist er bekloppt? Sie wollen wissen, wer war der Sack? Und wenn in Ihrem Unternehmen irgendwas Krasses passiert, dann wollen Sie auch wissen, wer hat das verbockt. Das ist menschlich. Oder schalten Sie mal ein anderes Unternehmen, gleiche Situation, es tut diesen Schlag, ja? Die Motoren sind aus und wie ist dann die Kommunikation? Was sollen wir machen? Im Hudson landen. Ja klar, Hudson landen. Landen beim Hudson, klar. Als ob es ein einziges Beispiel aus der gesamten Luftfahrthistorie gäbe, wo das funktioniert hätte. War es das schon mit den kreativen Geistesblitzen oder müssen wir noch andere Höchstleistungen von Ihnen erwarten? Sie merken, es bringt schon wieder nichts. Das Einzige, was vergeht, ist die Zeit. Und Zeit hatten die nicht. Aber der Flieger kollidiert mit einem Gänseschwarm und beide Triebwerke fallen aus. Beide. Also alle. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Bis später. Vielen Dank.